Ja, die Fairtrade-Bananen aus Ecuador ist ein wunderbares Produkt. Inzwischen sind es 12.000 Tonnen, die jährlich in Österreich Biobananen gekauft werden. Und das ist gut so, weil mit diesem Projekt werden die Biobauerinnen und Bauern in Ecuador unterstützt. Das sind Kleinbetriebe. Und das Wichtige ist natürlich, dass diese Biobananen nicht mit dem Flugzeug gespritzt werden wie die konventionellen. Ja, das ist im konventionellen Bereich dort so. In Ecuador müssen die einen Abstand zum nächsten Feld haben von mindestens 100 Metern. Das ist also eigentlich eine große Distanz, weil eben die Flugzeuge Pestizide spritzen. Was das Zweite ist, was vielleicht ganz wichtig ist und warum gerade Fairtrade so wichtig ist, weil diese Bäuerinnen und Bauern einen wirklich guten Preis kriegen. Also wenn das verladen ist am Schiff, bekommen sie für eine Kiste mit 18 Kilo Bananen etwa, bekommen sie derzeitiger Preis, der fix ist von Fairtrade, bekommen sie über 10 US-Dollar bezahlt und zusätzlich einen US-Dollar für Fairtrade. Und was auch ganz wichtig ist, diese Fairtrade-Organisationen und die Richtlinien sagen, dass diese Bauern Erzeugergemeinschaften sein müssen, die gemeinschaftlich und demokratisch organisiert sind, also keine autoritären Strukturen, also muss jeder das gleiche Stimmrecht haben und sie müssen auch gemeinsam über diesen Fairtrade-Zusatzdollar sozusagen gemeinsam bestimmen. Der wird meist für medizinische Dienstleistungen, der wird für die Kinder und die Schule und die Ausbildung eingesetzt, also für soziale Innovation und für die Verbesserung der Lebenssituation der Kleinbäuerinnen und Bauern in Ecuador. Also es ist heute für ein ganz, ganz wichtiges, tolles Projekt, dass das in den fast allen Supermärkten, in vielen, vielen Bioläden, also in allen Bioläden auch im Sortiment drinnen ist und fair dreht. Wie gesagt, kommen aus Lateinamerika, Ecuador, in den Anden. Aber sind nur Bio, wenn Bio draufsteht? Ja, sind nur Bio, wenn Bio draufsteht. Beim Fairtrade ist es so, dass Fairtrade in Österreich etwa 600 Produkte im Handel hat und davon sind etwa 75% inzwischen Bio. Das heißt, der Einstieg ist sozial. Auch wo es Plantagen gibt, geht es darum, dass die Plantagenarbeiter soziale Konditionen haben, dass dort bessere Löhne gezahlt werden, dass dort auch ökologisch gearbeitet wird. Und all das garantiert Fairtrade und auf dem Weg natürlich Richtung organisch, biologisch oder biologisch dynamisch, das ist klar.